Der erste Teil dieses zweiteiligen Beitrags endete damit, dass 1G als Beispiel für Herrenmenschenüberheblichkeit gebracht wurde. In diesem Video nun meine Begründung dafür, dass 1G nichts mit Gesundheit oder Vorsicht zu tun hat, sondern eine Handlung aus dem Herrenmenschengeist heraus ist. Der Hauptgrund, warum es nicht mit Gesundheit zu tun hat, sondern eine menschenverachtende Herrenmenschen-Untermenschensache ist, das Kriterium an sich. Nur der Geimpfte soll bestimmte Rechte haben, der Ungeimpfte nicht. Ginge es um Gesundheit, ginge es tatsächlich darum, das Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen, wäre nicht der Status geimpft entscheidend, sondern die Wahrscheinlichkeit, eine Belastung für das Gesundheitssystem zu werden oder eine solche zu erzeugen. Also, abgesehen von der menschenverachtenden Natur dieser Begründung, rein inhaltlich argumentiert. Es geht ja schließlich um den Schutz des Gesundheitssystems und nicht um die Herabwürdigung der Ungeimpften, oder? Also müsste erstmal bei jedem Geimpften nachgeprüft werden, ob er denn kein Impfversager ist, da es ja nicht um die Diskriminierung der Untermenschen geht, sondern nur um den Schutz des Gesundheitswesens, müssten jene Geimpften, bei denen die Impfung versagt, mit den Ungeimpften gleichgestellt werden. Das wird allerdings ausdrücklich nicht verlangt. Und man darf nicht vergessen, Impfversager, das sind etwa 5-10%. Für mich ist das kein Hinweis auf die wahre, nämlich faschistische Natur dieser Maßnahmen. Es ist ein Beweis. Ungeimpfte, das können auch jene sein, die von der Krankheit genesen sind. Auch die werden hier nicht weiter beachtet. Deren Immunsystem kennt das Virus. Und die meisten Genesenen sind vermutlich weitaus besser geschützt und für andere weitaus weniger gefährlich als jeder Geimpfte, aber das ist den Herrenmenschen offenbar egal. Die Tatsache, dass Genesene bei dieser menschenverachtenden Herangehensweise außer Acht gelassen werden, ist ein weiterer Beweis für die Bösartigkeit und zutiefst faschistische Natur der 1G-Regelung und all jener Menschen, die sie befürworten. Auch hier kann man klar erkennen, es geht um ein völlig oberflächliches Kriterium. Es gibt Geimpfte, die sind null geschützt und schützen auch niemand anderen und sollen trotzdem Privilegien haben. Also wäre die Hautfarbe statt der Impfung das Kriterium, wäre das eindeutig. Es wäre eindeutig Rassismus, richtig menschenverachtend. Aber dass das Ganze menschenverachtend ist, habe ich, glaube ich, schon das eine oder andere Mal erwähnt. Da gäbe es auch noch Menschen mit einer natürlichen Immunität. Die werden in dieser Betrachtung nicht weiter beachtet. Was ist mit den Menschen, die die Krankheit bereits hatten, ohne es zu bemerken? Das ist der dritte Beweis für die menschenverachtende Natur der 1G-Regel. Eine simple Regel entscheidet alles ohne Beachtung des Individuums. Das würde es alles zu kompliziert machen. Hautfarbe, da kennt sich der Rassist aus. Das Individuum ist egal. Religion, da weiß der Faschist, der in der Wahrheit ist, genau, wer der Feind ist. Individuum egal. Impfstatus, da weiß der Coronazi, auf wen er herabblicken soll. Da ist völlig klar, wer der Herrenmensch und wer der Untermensch ist. Individuum egal. Aus der Geschichte nichts gelernt. Danke für deine Zeit.